da vor uns, ich würde mal sagen, so Runde 5 Sekunden etwa. Wäre so ungefähr meine Vermutung, ich weiß es nicht. Ja, 4,9. Aber jetzt war Algis Charif, glaube ich, noch nicht in der Box. Der sollte, glaube ich, eigentlich nochmal kommen. Schön, schon unglaublich, dass ich mich jetzt wieder mit meinen Rivalen aus der letzten Saison hier um den Sieg streiten muss. Mit Weber. Da war ich jetzt selbst so ein bisschen gedüst. Den kriegst du. Los, los. 3,1 Sekunden nur noch. Und wäre es nochmal eine schnelle Runde? Sieht fast so aus. 1,57,0. Button nur auf 13. Der Wang hier natürlich wieder am Drehzahlbegrenzer. Agisori war noch immer nicht in der Box. Sorgt das erste Rennen hier schon ein bisschen für Verwirrung in der WM. Also wenn Alexari schon in der Box war und jetzt auf Platz 3 führt, dann ist das doch schon sehr, sehr gut. Und wir kommen jetzt an Mark Webber ran. Schön raus beschleunigen und dann sind wir fast schon hinten dran, richtig? Na, oh. Gut. Ja, da habe ich mal einen Moment jetzt nicht an die Traktionskontrolle gedacht, wollte etwas früher raus beschleunigen. Und da passiert sowas schon mal. Sollte jetzt, glaube ich, aber jetzt nicht so viel Zeit. Ne, 1,6 Sekunden. Wir haben nur noch ein paar Runden, um den Kerl noch zu überholen. Wenn du noch vorbeikommen willst, dann mach es bald. So. Eigentlich war ich noch mal nicht in der Box, also. Oder? Jetzt nur auf Platz 4. Hat er. Ja, da müsste, glaube ich, jetzt in der Box gewesen sein. Ich bin auch schon fast in seinem Heck. Mal voll Hallo sagen. Beim Motor hat man jetzt richtig gehört, wie der Motor richtig arbeiten musste. Uah. Ah, der kann ja eindeutig besser rausbeschleunigen, der Mark Webber.
Und jetzt sind wir zumindest dran, ne? Windschatten, aber es reicht nicht ganz aus. Erreicht jetzt den Windschatten? Ich glaube es fast nicht. Ne, wir sind fast gleich schnell. Das saugt mir mal gerade minimal an. Es hat geklappt von außen. Die Übermanöver hat geklappt. Sehr schön. Ups. Warnung, abküssen. Ja, ich weiß. Das war Glück, dass wir jetzt noch vor Web auf jeden Fall geblieben sind. Da hätte ich ja fast noch wieder die Führung weggeworfen jetzt. Da kommt jetzt auch nicht mehr so wirklich hinterher. Jetzt die letzte Runde auf jeden Fall. Die letzte Runde. Jetzt eigentlich fast nur auch übers Ziel bringen. Knappe 2 Minuten noch. Erster Sektor gleich schon geschafft. Nochmal auf Bestzeitkurs. Ich glaube, da kann ich froh sein, dass ich am Anfang nicht mehr Plätze verloren habe, sondern und mich erst durch das ganze Feld wieder arbeiten müsste. Auf jeden Fall nehmen wir schon mal, so wie es aussieht jetzt, falls ich jetzt nicht wieder einen dicken Stützer irgendwo reinbaue, so wie hier jetzt. Nehmen wir schon mal 25 Punkte mit aus Bahrain. Und damit führe ich insgesamt zum ersten Mal die WM-Wertung an. Erste Kurve und es haben wir es geschafft. Erstes Rennen im McLaren und erster Sieg. Das fängt schon mal ganz gut an. Und nochmal Bestzeit zum Ende. Super Leistung, du hast das ganze Wochenende dominiert. Rennfahrerblut, Erfolg freigeschaltet. Sehr schön. Fantastisch. Ja, Suti auf Platz 3, Fiete Liuzzi, unglaublich. 5. Sebastian Vettel, 6. Nico Rosberg, 7. Jen Button hat sich noch ein bisschen nach vorne gearbeitet, zum Glück. Der arme Kobayashi ist noch zurückgefahren, der war auch so gut auf Platz 8. Schade, schade. Du hast dich an die Spitze der Fahrerwertung geschoben. Jo. Mach schön weiter so. Oh, 25 Punkte, Teamwertung führen wir auch an mit 31. Und ich würde sagen, wir gehen ab in die Pressekonferenz.
Dum, 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 dum. Ja, schade. Kein Level Up, sage ich jetzt mal. Unglaublich. Adrian Sutil. Auf das 3. Ich glaube, das gibt es auch nur einmal in diesem Spiel. Sie standen heute nicht nur zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podest, sondern haben sogar gleich ihren ersten. Das war ein perfektes. McLaren ist eine Podiumsplatzierung, wie Sie sie heute erreicht haben, nichts Ungewöhnliches. Können Sie dem Team dazu verhelfen, seine Position zu halten? Ich finde, McLaren ist ein fantastisches Team. Ihr Teamkollege ist in die Punkte gefahren. Ein erfolgreiches Wochenende für Ihr Team. Ist damit die Konstrukteursmeisterschaft ein heißes Thema? Wir denken nur von Rennen. Wer ist bitte schon so doof und denkt schon am ersten und nach dem ersten Rennen an die Konstrukteursweltmeisterschaft? Das war total dämlich. Naja, gut. Okay, gut. Das war's vom ersten Rennen aus Bahrain. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal sehen wir uns in Australien, genauer gesagt in Melbourne. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns wir sehen uns das nächste Mal einfach. Und deswegen einfach mal ciao, ciao.